träumte von der allererste, auf dem Weg ganz nach oben zu sein. Geh dich schon ein Stückchen weiter. Reiß deine Chance beim nächsten Mal. Alter, was geht ab, Leute? Hang hier. Von der Glyptothek, aka Königsplatz. Neue Nest abchecken. Wetter auf einmal sehr überraschend schlecht geworden. Kurzer Cut, weil jemand gerade vorbeigelaufen ist, der mich angeglotzt hat. Das hat mich aus dem Konzept gebracht. Also, Wetter überraschend schlecht geworden. Echt schade, aber ich check trotzdem Nest ab. Eine Freundin wollte kommen. Ich weiß nicht, ob das Wetter sie abchecken wird. Auf jeden Fall ist hier jetzt ein Snubbelnest. Gab es davor schon ein großes, war aber zu weit weg und ich hatte keine Zeit dahin zu gehen. Keine Ahnung, wie selten Snubbelnester sind. Also schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon ein Snubbel und ein Gumball habt. Ich habe noch keins. Das wird jetzt dann mein erstes und hoffentlich sammeln wir auch genug für ein Gumball. Mal schauen wir mal, was so geht. Ich hoffe, das passt so mit dem Regenschirm. Ich habe nur zwei Hände. Seht, hier sind 5 Snubbels bei Sightings und hier sind gleich auch 2 gespawnt. Gleich mein erster. Direkt gelbe Berge, scheiß drauf. Und great geworfen. Ich weiß, ein paar haben geschrieben, dass ich curven soll, aber ihr seht, ich habe keine Hände frei zum Curven. Hat trotzdem gereicht. Mein erstes Snubbel. Und wie gesagt, keine Ahnung, ob der selten ist oder nicht. Und direkt der zweite hinterher. Kostet das hier Eintritt? Okay. Ich vertraue dir mal. Direkt wieder raus. Soll froh sein, dass sich junge Leute dafür interessieren, oder? Gott. Ja. Also, ich wollte mal da reinschauen und schauen, was hier ist eigentlich genau. Wir waren hier schon öfter, Glumanas Farm, aber nie genau gewusst, was eine Glyptothek ist. Wir werden es auch nie erfahren, weil wir Eintritt zahlen müssen, um da reinzugehen. Was wir nicht machen werden, stattdessen fangen wir lieber ein paar Snowballs. Im Regen. Echt leiden. Noch ein Snowball. Hier geht's ab, genauso wie damals mit den Glumandos. Kurze Pause unter dem Dach. Das ist Hotrod-Nest. Anscheinend, keine Ahnung. Bisschen nur eingefangen, also. Relativ selten, nehm ich mal an. Geflohen. Soll ich mir noch den anderen holen? Ist auf der anderen Seite. Willst du da hin? Ja? Yeah? Okay. Also bei mir ist er gekommen, der zweite. Bei meiner Begleitung nicht, sie muss über die Straße. Im Regen. Ich würde, der macht schon wieder Faxen. Hoffentlich kriege ich ihn diesmal. Zack. Diesmal habe ich ihn. Direkt beim Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst. Das ist ein cooles Museum, da war ich schon mal. Könnt ihr abchecken und euch eure Potrats holen. Ist jetzt immer noch nicht. Sollte sich aber beeilen, weil auf der anderen Seite ist
noch ein Snowball gekommen. Weiblich, oder? Ein weibliches Siebel, wie ich es wusste. Kriegt sogar eine Weiterentwicklung. Vierte Generation, ja. Du musst bereit sein, Mädchen. Der ist endselten bisher eigentlich. Das ist mein zweiter jetzt, falls ich sie kriege. Falls. Und. Geschafft. Symbols machen gerade Pause. Aha, jetzt kann ich endlich die Arena angreifen. Macht ihr einen Flop? Pause vor dem Regen, wie nennt man das, Unterschlupf finden, warten, bis ein paar Snowboards wiederkommen, Platz in einer Arena schaffen, das Übliche halt. Er meinst du, jetzt Silber kaufen? Was ist Silber kaufen? Er hat ein Aktienprogramm programmiert, das vorhersagt oder das auf Änderungen im Kurs reagiert. Okay. Er meinte, dass ich Silber kaufen soll. Na, ich kaufe hier Gold. Aber jetzt muss ich Silber kaufen. Ich weiß nicht. Wieso nicht? Ja, aber ich weiß nicht. Es lohnt sich, wenn man so viel Silber kaufen geht, das zum Gold. Ich hab keine Ahnung. Wutanfall, okay. Hört's halt, der kauft Silber. Was? Wo? Also, ich hab mit den Leuten geredet. Die sollen Silber kaufen. Geheimtipp, kauft Silber. Was setzt du rein? Ja, ärgert das. Ich muss ja erst meine Pokémon mal aufpumpen. Oha, vorletzte, nicht schlecht. Also zweite. Respekt. Willst du noch eine Runde drehen oder weitergehen? Ja. Das war's von dem Video. Regen ist echt schlimm geworden danach, richtig krass. Ansonsten hinterlasst unten in den Kommentaren, ob ihr so schon einen Snowball habt, wie selten das ist. Also ich kann es echt nicht abschätzen. Das war mein erstes und Gumball kann ich auch noch machen. Aber wie gesagt, da warte ich auf das Event, falls eins kommt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht Pokémon Serious Business.